die anstehende Impfpflicht. Ich weiß, viele Leute interessieren sich nicht mehr für die Politik. Letzte Woche, am 17.03. wurde im Bundestag die erste Debatte für die Impfpflicht durchgeführt. Und auch das war ja eine Verschwörungstheorie. Die Impfpflicht würde niemals kommen. Jetzt wird sie im Bundestag besprochen. Und wir sagen ganz klar, wir machen da nicht mit. Komme, was wolle, ohne uns. Jeder hat das Recht, Nein zu sagen, genauso wie jeder das Recht hat, Ja zu der Impfung zu sagen. Nur, wie gesagt, wir sind für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Wenn einer gerne eine Maske tragen will, dann kann er das gerne tun. Aber wenn das einer nicht machen möchte, dann soll das bitte auch gehen. Und man soll nicht von irgendwelchen Menschen deswegen diffamiert werden. Des Weiteren demonstrieren wir. Viele hier sind Väter, Mütter, Omas, Opas etc. Unsere Kinder werden seit 2 Jahren mit diesen Masken im Gesicht gequält. Sie sitzen in den Schulen 8 Stunden. Wir müssen langsam endlich Gesicht zeigen für unsere Kinder. Gesicht zeigen, das ist das richtige Wort. Ja. Hallo, warte, deine Mini, dein geiles Teil. Du wolltest dich da mit dem Helena genau besser unterhalten. Ich hab das noch nicht. Von den wichtigen Problemen und Veränderungen abzulenken, die von den politischen und wirtschaftlichen Eliten entziehen werden, und Probleme schaffen und dann Lösungen anbieten. Punkt 2. Diese Methode wird auch als Problemreaktionslösung bezeichnet. Es wird ein Problem geschaffen, eine Situation, von der man erwartet, dass eine bestimmte Reaktion in der Öffentlichkeit hervorruft. Mit dem Zweck, dass dies der Anstoß für die Maßnahme ist, die man akzeptiert haben möchte. Es ist einfacher, ein zukünftiges Opfer zu akzeptieren, als ein sofortiges. Erstens, weil der Aufwand nicht gleich so groß ist. Zweitens, weil die Öffentlichkeit, die Masse, immer dazu neigt, naiv zu hoffen, dass morgen alles besser wird und dass die erforderlichen Opfer vermieden werden könnten. Das gibt dem Publikum mehr Zeit, sich an den Gedanken der Veränderung zu gewöhnen, und sie resignieren und akzeptieren, wenn die Zeit gekommen ist. Viertens, sprechen Sie das Publikum die Kinder an. Auch das passiert seit 2 Jahren. Wir werden wie kleine Kinder behandelt, die, wenn sie angenommen krank sind, nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Also wenn ich krank war in den letzten 37 Jahren, dann bin ich zu Hause geblieben. Wenn ich krank war, dann habe ich meine alte Oma nicht besucht. Dafür brauche ich kein Corona. Dafür brauche ich auch keine Masken. So, wie gesagt, sprechen Sie das Publikum wie Kinder an. Wir sind keine Kinder, wir sind mündige Bürger. Die meiste Werbung, die sich an die breite Öffentlichkeit richtet, verwendet Reden, Argumente, Charaktere und einen besonders kindlichen Tonfall, der oft an Schwäche grenzt. Als ob der Betrachter ein Geschöpf von wenigen Jahren oder ein geistiger Schwächling wäre. Je mehr Sie versuchen, den Zuschauer zu täuschen, desto mehr neigen sie dazu, einen kindischen Tonfall zu verwenden. Hört euch den Lauterbach an. Anstatt sich also gegen das Wirtschaftssystem aufzulehnen, wertet sich das Individuum selbst ab und gibt sich selbst die Schuld, was wiederum eine selbstverschuldete Schuld erzeugt. Zehntens, das ist dann der letzte Punkt. Personen besser kennen, als sie sich selbst kennen. In den letzten 50 Jahren hat der rasante Fortschritt in der Wissenschaft zu einer wachsenden Kluft zwischen dem Wissen der Öffentlichkeit und dem, das die herrschende Elite besitzt und nutzt, geführt. Das System hat es geschafft, den normalen Menschen besser zu kennen, als er sich selbst kennt. Das bedeutet, dass das System in den meisten Fällen mehr Kontrolle und Macht über den Einzelnen ausübt, als der Einzelne über sich selbst. Und daran arbeiten seit Jahrzehnten die Big Tech-Firmen mit ihren Social-Media-Kampagnen
Wir sind ein gläserner Bauer geworden und das ist auch das, was die Politik und die Regierenden wollen. Sie wollen alles über uns wissen. Wo wir hingehen, welche Zigaretten wir rauchen, mit welcher Frau man zusammen ist, egal was ich mir für Schuhe kaufe, was ich mir zu essen kaufe. Und das sollte uns langsam mal zum Denken gehen, weil dieses Mittel trägt dazu bei, dass wir Menschen alle gespalten werden. In Schwarz, Weiß, Religion, indische Herkunft, scheißegal. Man versucht die Menschen seit Jahrhunderten immer zu spalten. Das Teil- und Herrscheprinzip der Regierenden ist diese Spaltung. Weil wenn wir Menschen alle zusammenhalten würden, wenn wir Menschen alle zusammen gegen dieses System angehen würden, hätten sie keine Chance. Und genau dasselbe ist auch bei Corona. Würde wir einfach alle nicht mehr mitmachen, wäre die Scheiße vorbei. Würden wir einfach sagen, wir gehen erst dann wieder arbeiten, wenn das Virus weg ist. Hey, arbeiten gehen selber. Aber danach ist aber mit dem Arsch nach Hause. Ich glaube, wo ich bin. Wo ist die rote Linie? Herr Scholz hat gesagt, es gibt keine rote Linie mehr. Doch, bei mir gibt es eine rote Linie. Und wir müssen, und das ist das Problem, wir müssen alle zusammenhalten. Die Menschheitsfamilie muss zusammenhalten.